Oh yeah, Elektroschrott. Davy Jones wäre ein ziemlich cooler Typ, wenn er Katzen mögen würde. Mag er aber nicht. Egal, ich mag Katzen. Und Davy Jones mag man vor allem deswegen, weil... Na okay, weil er Davy Jones nennt, das war... Ich mache jetzt auch mal ein Teardown-Video. Ich habe nämlich vom Zauberpony irgendwie so Scheiße bekommen und die Scheiße staube ich jetzt auseinander, das könnt ihr sehen und bevor irgendjemand fragt, ja, hahaha, ich bin betrunken. Und wart ihr noch nie? Solltet ihr sein. Bis dahin, Katzen und Teardowns. Ja, Kollegen, dieses Stück Müll hier, ein, tja, Sinus von 154, Data, Fuba, leck mich, sonst noch was, habe ich im letzten Paket vom Zauberpony bekommen. Und meine persönliche Vermutung ist, es handelt sich um sowas ähnliches wie eine WLAN-Karte mit USB-Anschluss, weil USB. Und WLAN. Hier WLAN, la la la. Und es hat eine MAC-Adresse. Und wenn es eine MAC-Adresse hat, ist es entweder ein Burger oder ein Netzwerkgerät. Und in diesem Fall hier würde ich einfach mal von einem sehr geringen Rindfleischgehalt ausgehen, sprich Netzwerkgerät. Der Plan für den heutigen Abend ist, naja, was heißt Abend? Wir haben es jetzt hier, Realzeit ungefähr 1 und ich bin, also Plan. Ich nehme das Ding auseinander. Wir gucken einfach mal, was das Zauberpony hier geschickt hat. Dafür benutze ich dieses Gerät hier. Wir Experten bezeichnen sowas bisweilen als Staubenzieher. Die nicht so schlauen Leute nennen es Staubendreher. Großer Unterschied. Unterschied deswegen, weil während die vielleicht nur Schrauben drehen, werde ich sie ziehen. Ups. Ich glaube, ich habe im Intro schon erwähnt, dass ich nicht völlig nüchtern bin. Fast völlig. So, noch hier einer. Dengel, 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 Dengel. Und dann machen wir... Ja, ja, la, wundi. Und dann fallen diese beiden Stauben raus. Und, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dann geht das einfach auf, aber das tut's nicht. Also schauen wir einfach mal, ob hier die Telekom mal wieder den üblichen Arschloch-Trick... Natürlich. Es ist ja schließlich die Telekom. Wenn es nicht die Arschloch-Tricks sind, dann welche sonst, wenn wir schließlich von der Tele doof reden. Denn da haben wir natürlich Stäubchen unter den Füßen, ist ja klar. Mann. Was ich mich immer wieder frage ist, glauben diese Vollspastis eigentlich, dass man jetzt wirklich das Gerät nicht aufmacht, weil, also ja, ich habe die ersten beiden Schrauben rausbekommen, aber dann ging es nicht auf und, naja, super. Was haben wir denn hier? Ja, Schrauben, die im Weg sind. Wir haben hier eine sehr, sehr enttäuschende Leistung, was den Teardown angeht. Na, ganz ehrlich. Diese Muckel hier haben doch nicht dafür geplant, dass jemand ein Video draus machen will. Ich meine, drei LEDs. Zwei komische Chips. Wow, jede Menge passive Bauteile. Davy Jones würde jetzt 18 Mal sagen, oh well, there are passives here, a FUBA. Okay, wir haben ein ISL 3880 1K MO345, leck mich. Und wir haben einen Netchip. Ja, auch am Pöter. Und irgendwie sowas Kondensator. Und irgendwelche ICs. Ja, doll. Da hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt mehr versprochen. Ich habe hier diese sehr professionelle Art und Weise, um diese Antennen zu entfernen. Sprich, ich reiß sie ab. Und dann gucken wir mal hier, da gibt es hier so Dingensens, die kann man reindrücken. Und dann kann man diese Mistviecher rausziehen. Und dann habe ich hier eine Antenne, die kann ich vielleicht nochmal für irgendwas gebrauchen. La la la, bumdi. Und hier haben wir
Ja. Ja, das sieht sehr viel leichter aus, als es ist. Diese Scheißdinger sind relativ renitent. Ich drücke noch. Na, also geht doch. Bist du nicht billig, dann bist du billig. Oder so ähnlich. Weg. Ah, ja. Ja, da hat uns die Telekom ja mal einen großen Gefallen getan. Auf der Rückseite ist es echt besser. Dann haben wir hier Plastik, Silber, Dings, Folie. Ey, das Zeug ist ja mal richtig geil. Das zerfrickelt sich, wenn man versucht, es abzukriegen. Ich kriege das trotzdem ab, nur für euch. Also mir wäre es ja ehrlich gesagt auch schon scheißwurscht, was da drunter ist. Wir haben hier, das heißt, wir können davon untergehen, ausgehen. Was auch immer hier drunter ist, wird hier richtig warm und muss weg. Also, la. Aha. Ein Chip. Hätte ich ja nie mitgerechnet. Krass. Ein Chip. Ja, ist einigermaßen genau da, wo das Wärmeleitpad auf der anderen Seite ist. Was ist denn das hier? Ein ISL. Ihr könnt es nicht lesen, ne? Oh, machen wir einen, ja. Könnt ihr immer noch nicht lesen, ne? Ja, die Sony-Kamera will ich verarschen. Ich lese es mal vor. Das ist ein ISL 38. Boah, ich bin echt zu betrunken dafür, ne? 386 IR oder irgendwie so eine Kacke. Ist ja auch völlig egal. Es ist irgendein Chip. Interessiert keine Sau. Ihr wollt ja eigentlich nur sehen, wie ich mit dieser Platine hier eine professionelle Takedown-Aktion mache. Geht doch. Also, diese Platine ist eine sogenannte 90-Grad-Platine. Das erkennt man immer daran, dass wenn man das Ding auseinanderbricht, man einen 90-Grad-Winkel kriegt. Und wenn man das auseinander macht, man 90 kleine Teile. Aua. In diesem Sinne möchte ich hier diese beiden Teile hinstellen, diesen USB-Port davor und euch diesen Finger zeigen. Schmerz. Das hat übrigens 1 Euro gekostet. China, Laserpointer, voll gut. Und jetzt verpisse ich mich. Tschüssing.